Mehrere Schüsse auf Donald Trump. Sein Ohr wurde verletzt. Ja, alles klar. Mehr dazu in diesem Video. Wie du bereits vielleicht schon mitbekommen hast, ist Donald Trump angeschossen worden in Pennsylvania auf einer Kundgebung. Der Donald Trump möchte sich ja als US-Präsident wieder erneut aufstellen und zum Präsidenten gewählt werden und ist natürlich jetzt auf Stimmenfang, was natürlich auch für ihn gut und richtig ist, aber was natürlich anscheinend auch große Gefahren bringt. In diesem Video siehst du Live-Aufnahmen und sogar auch Augenzeugen. Aussagen und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst, denn das, was in dem Video gesagt wird, was gezeigt wird, ist meiner Meinung nach schon sehr kurios. Aber es kann ja auch sein, dass es wirklich so ist, wie es passiert ist. Also schau dir das unbedingt an und wie ich es immer so schön sage, hinterfragen ist immer gut und das solltest du auf jeden Fall auch machen. Dementsprechend wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Video und auf diesem Weg natürlich vorab gute Besserung an den Donald Trump und an alle Mitwirkenden. Said, take a look at what happened. Also wir haben hier den ganzen Tag gefeiert. Sie können doch hinter uns den Bauernhof und das Gewächshaus sehen. Wir haben dort eine Party gefeiert und wir haben alle beschlossen, hey, wenn wir Trump da oben hören, gehen wir durch das Feld und stellen uns bei den Bäumen da oben in den Schatten und sehen dann und hören uns die Kundgebung an. Wir konnten ihn zwar nicht sehen, aber wir konnten ihn dann hören. Wir gingen also nach oben und hörten wahrscheinlich 5 bis 7 Minuten lang die Rede von Trump. Aber wir bemerkten den Kerl, der auf dem Dach des Gebäudes neben uns herumkroch, 15 Meter ungefähr entfernt von uns. Wir standen also da und haben auf ihn gezeigt. Wir zeigten direkt auf den Kerl, der auf dem Dach herumkrabbelt. Er hatte ein Gewehr. Wir konnten ihn deutlich mit einem Gewehr sehen. Wir zeigen also auf ihn und die Polizei, die rennt da unten herum. Wir sagen, hey, da ist ein Typ mit einem Gewehr auf dem Dach. Und die Polizei sagt, was? Als ob sie nicht wüsste, was da los ist. Wir sagten, hey, wir sind hier oben auf dem Dach. Wir können es genau von hier aus sehen. Wir sehen ihn, wie er krabbelt. Und das nächste, das ich mich frage, ist, warum spricht Trump immer noch? Warum haben sie ihn nicht von der Bühne geholt? Ich stehe da und zeige auf den Mann für 2 oder 3 Minuten. Der Secret Service beobachtet uns vom Dach der Scheune aus. Ich zeige auf das Dach und stehe einfach so da. Und als nächstes fallen dann 5 Schüsse. Na, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was du dazu sagst. Ich finde es schon auch ein bisschen kurios. Das, wie es abgelaufen ist, gerade wenn man natürlich auch aus so einer Art Sicherheitsbranche kommt,
Klar ist vieles einstudiert. Natürlich übt man auch so durch solche Fälle natürlich auch ein. Was ist, wenn was passiert? Ja? Es ist aber kurios, dass natürlich dann anscheinend Augenzeugen berichten, Warnungen ausgesprochen haben, direkt am Tattag sozusagen und Minuten zuvor das Ganze und nichts getan wird. Ja, und das ist natürlich dann schon eher merkwürdig. Kann aber auch sein, dass es auch alles nur inszeniert ist. Kann ich nicht bestätigen, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Es wäre ja nicht unbedingt das erste Mal. Was ich komisch finde, ist, dass wirklich die Zuschauer wirklich direkt so abgehen. Weil wenn ich jetzt Zivilist bin und ich bin in Euphorie, ich sehe da den Donald Trump reden und plötzlich wird da geschossen. Es könnte ja auch sein, dass ich selber das Ziel bin, Querschläger oder sonstiges, mich treffen könnte und dementsprechend bleibe ich doch da nicht stehen und nimm dann noch meine Hand nach oben und jubel und jawohl und USA und sonstiges. Also ich finde das Ganze ein bisschen, eigentlich ein bisschen merkwürdig, wie auch immer. Ich hoffe natürlich, falls es echt ist, dass niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist und dass der Täter vor allen Dingen, der Attentäter, auf jeden Fall schon gefasst ist. Dazu habe ich jetzt noch keine Infos. Kannst du aber auch gerne, wenn du möchtest, natürlich mal reinschreiben. Denn wenn man sich erinnert, John F. Kennedy damals, der Attentat, der Anschlag sozusagen, wirklich krass. Und man weiß ja heutzutage eigentlich, dass es nicht dieser Lee Harvey Oswald war. Ja, das war einfach nur, man könnte sagen, ein Trottel, der sich dann freiwillig gemeldet hat, vielleicht MK-Ultra-Opfer oder sonst irgendwie in Szene gerückt worden ist, damit man natürlich den Buhmann hat und den Fall somit auch abschließen kann. Ja, wenn man aber jetzt natürlich mal so ein bisschen mehr in die Historie reingeht, und da kann ich jedem empfehlen, Daniele Ganser, Imperium USA, sich das Ganze mal reinzuziehen, das Buch oder Hörbuch, da wird schon einiges aufgeschlüsselt und es ist ganz, ganz klar, abgesehen davon gibt es natürlich sehr viele YouTube-Berichte auch mittlerweile darüber, was so lange her ist. Und dementsprechend würde ich mich nicht wundern, wenn auch das Jahre später zum Thema wird, dass das alles nur eine Show war, nur ein Fake. Natürlich gab es den Tod, ja, anscheinend, ja, von diesem John F. Kennedy oder verschiedene Opfer auch. Aber dass das alles so gewollt ist, dass wir denken oder in den USA, dass da noch mehr Unruhe herrscht und mehr, das kann ich mir leider sehr gut vorstellen, dass das alles auch gewollt ist. Aber ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Dementsprechend lass deine Meinung da und ich freue mich auf deinen Kommentar. Dementsprechend beste Grüße, euer Markus.